Er ist bei einem Unfall gestorben, das hat ihm den Spaß nicht verdorben. Er ist der Geistermitbewohner. Denk dran, ich habe ein wichtiges Date, da darf mir nichts dazwischen kommen. Meinst du etwa, ich kann mich nicht benehmen? Findest du, ich spuke beim Reden? Hallo. Wie bist du hier reingekommen? Die Tür stand offen. Ich wollte fragen, ob ich mir eine Tasse Zucker leihen kann. Wo ist dein Zucker? Und deine Tassen? Hast du einen Hund? Ja. Was habe ich dir gesagt über das Poltern, Geist? Zeig mir die Fingerabdrücke. Er ist ein Geist. Also ich habe keinen Hund gefunden. Mein Hund? Erwartest du jemanden? Oh Gott, mein Date, das habe ich völlig vergessen. Schnell, versteck dich. Ich soll mich verstecken? Nein, nicht du.